Von Arbois ausgehend besuchen wir das Winzerdorf Pupillen und das Weltkulturerbe Salins-les-Bains. Weiter geht es ins berühmte Winzerstädtchen Château Chalon, zur Benediktinerabtei in Baume-le-Messieurs und schließlich zum Weingut Château d'Alais. Arbois, die Hauptstadt des Jura und zugleich auch dessen wichtigster Weinort, hat sich sein ursprüngliches Stadtbild mit seinen typischen Laubenganghäusern und liebenswerten Details bewahrt. Hier unterhalten viele Domains der Region Repräsentationsräume, wie hier die Domaine Rollet. Eine Spezialität des Jura ist der Vin Jaune, ein aus der Rebsorte Sauvignon gekelterter Wein, dessen Geschmack häufig mit Sherry verglichen wird, obgleich er nicht wie dieser aufgesprittet wird. Die Domaine Jacques Tissot besteht seit 1962 und bietet die typischen Jura-Weine an. Neben Vin Jaune ist dies vor allem Trousseau und Chardonnay, sowie der süße Strohwein Vin de Paille. Die Domaine de la Pinte ist ein Demeter-zertifizierter Winzerbetrieb und bewirtschaftet 34 Hektar in Arbois und dem benachbarten Pupillen. Das Weingut ist vor allem bekannt für seinen Vin de Paille und für eine geschmackvolle Cuvée aus Chardonnay und Sauvignon. Ein besonderer Tipp ist das Restaurant La Balance. Hier lässt sich eine regionale Spezialität Coq au Vin Jaune genießen. Eine Wanderung durch die herbstlich gefärbten Weinberge, die Arbois rundherum umschließen, führt einen ins etwa 3 Kilometer entfernt auf einer Hochebene gelegene Winzerdorf Pupillen, das vor allem wegen des hier vornehmlich angebauten Plussard bekannt ist. Vor dem Ort präsentiert man auf einer Art Lehrpfad alle in der Region Jura angebauten Weinsorten. Der Plussard, der eine besondere rote Traubenspezialität aus dem Jura ist, zeichnet sich durch eine farbstoffarme Traubenschale aus, weswegen der daraus gewonnene Wein oftmals eher einem Roséwein ähnelt. Von der Anhöhe, auf dem der Ort liegt, geht der Blick auf die Weinberge, die sich westlich davon ins Tal erstrecken. Die im hohen Mittelalter gegründete Saline, die dem Ort Salins-les-Bains den Namen gab, wurde 2009 von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Dort kann man das in der Saline untergebrachte Salzmuseum und Teile des historischen Salinenkomplexes, der noch bis 1966 in Betrieb war, besichtigen. Der auf einem Vorsprung des ersten Jura-Plateaus gelegene, festungsartige Ort Château Chalon gilt als eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Gegründet im 9. Jahrhundert als Standort eines Benediktinerinnenkonvents, ist Château Chalon heute ein beschaulicher Ort der Ruhe. Die Dorfkirche Saint-Pierre entstammt dem 12. Jahrhundert. Der über 1000 Jahre alten Weinkultur der ehemals im Ort ansässigen Abtei und der ungewöhnlichen Lage seiner Weinberge verdankt Château Chalon seine herausragende Position im Weinbau. Im Ort haben mehr als ein Dutzend Winzer ihren Standort. Von ihnen gilt Jean Macle unter Kennern als der Beste. Ganze 3 Weine produziert er hier. Einen hervorragenden Vin Jaune, einen Côte du Jura, also eine Cuvée aus Sauvignon und Chardonnay, sowie einen Macvin, einem Likörwein aus Traubenmost und Marc. Baume-le-Messieurs liegt verborgen in einem schluchtartig engen und verzweigten Talabschluss des Jura-Plateaus. Hier befindet sich die Abtei Saint-Pierre, die im 6. Jahrhundert gegründet wurde und dem Ort den Namen gab. Oberhalb des Klosters liegt der Cirque de Baume genannte Talkessel, einer der größten landschaftlichen Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Dessen 200 Meter senkrecht emporsteigende Kalkfelsen wirken wie mit dem Messer aus dem Gelände herausgeschnitten. Vom Tal steigt man einen engen und steilen Pfad herauf zu einem Belvedere, von dem man die Hufeisenform des Tals gut erkennen kann. Dass es sich bei Château d'Alais um eines der traditionsreichsten Güter der Region handelt, sieht man bereits von Ferne, wenn man auf den Hügeln die mittelalterliche Festungsanlage aus dem 13. Jahrhundert sieht. Das heutige Weingut ist daneben in einem im 18. Jahrhundert errichteten Schloss der Grafen von Chalon-Alais untergebracht. Das Torhäuschen am Eingang zum Schloss dient als Verkaufs- und Degustationsraum der Domäne. Dort wird man im Idealfall vom Eigentümer des Guts, Graf Alain de la Guiche, durch das reichhaltige Sortiment begleitet.
Ein besonderes Erlebnis sind die hervorragenden Vingeons unterschiedlicher Jahrgänge sowie eine außergewöhnliche Cuvée aus roten und weißen Trauben, dem Cuvée Corail.